Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Medienaufsicht Nordrhein-Westfalen. Nein, wir sind hier zurück bei Book of Unwritten Tales Teil 2 und ja, wir haben offenbar als Aufgabe so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, diese Gerichtsbehandlung hier ein bisschen zu beeinflussen. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das genau machen soll. Wir reden am besten erstmal mit ihm. Entschuldigung, Herr Richter. Ja. Jedem Angeklagten steht ein Anwalt zu, oder nicht? Ich werde die Anwältin der beiden sein. Tatsächlich? Wieso nicht? Als Richter ist mir in einem fairen Prozess gelegen. Niemand soll sagen, ich hätte die beiden zu Unrecht zum Tode verurteilt. Ich weiß nicht, ob ich von der vertreten werden will. Klappe! Die Angeklagten reden nur, wenn ihre Anwältin es ihnen sagt. Nun, was hast du zur Verteidigung der beiden vorzubringen? Ja, das wäre mein... Erwiesener Schwachsinn, euer Ehren. Er ist nicht zurechnungsfähig. Hey! Er hat versucht, mich zu bestehlen. Das liegt in der Tat nah am Wahnsinn. Und sein Intelligenzquotient liegt irgendwo zwischen Leuchtqualle und Höhlentroll. Ich bin nicht schwachsinnig. Er hat die Mary gestohlen und ist damit weggeflogen, ohne Ahnung von Luftschifffahrt zu haben. Und ist er nicht prompt in den Nordlanden abgestürzt? Ich habe nicht... Das ist ein Fest für euch beide, oder? Das Gericht erkennt an, dass er ein Idiot ist. Aber das reicht nicht für Strafverschonung. In Ordnung. Aber ich möchte, dass Idiot in den Akten vermerkt wird. Stattgegeben. Was hast du noch vorzubringen? Oh nein. Das ist eigentlich was Gutes auf Piraten. Eine höhere Macht. Ja gut, das wird es schlussendlich sein, aber ich möchte den Text hierzu auch noch hören. Die ihm vorgeworfenen Taten sind schwerwiegend. Aber so, wie man einem Troll nicht vorwerfen kann, unverschämt zu sein und streng zu riechen, kann man Nate nicht vorwerfen, sich verwerflich zu verhalten und streng zu riechen. Hey! Er hat einfach einen durch und durch schlechten Charakter. Kannst du Beispiele bringen? Für das verwerfliche Verhalten. Das Müffeln ist offensichtlich. Nun, zum Beispiel macht er einer jungen Dame Avancen und Hoffnungen auf ein gemeinsames Leben, um sie dann wortlos zu verlassen. Ivo... Mitten in der Nacht. Sicherlich nicht sehr fein. Aber zu seiner Verteidigung, er ist ein Pirat. Was kannst du sonst noch anführen? Ja, genau, das war's halt eben. Okay, Er ist für seine Handlungen nicht allein verantwortlich, weil er von einer höheren Macht gesteuert wird. Ah, die Voodoo-Puppenverteidigung. Nein, es gibt eine höhere Macht, die ihn, uns alle, kontrolliert, glaube ich. Ja? Ja, achtet auf den Wasserkrug. Müssen wir jetzt was machen? Ja, beeindruckend. Ich möchte noch nichts dran machen. Aber das Orakel hat es gesagt. Scheint so, als spiele deine höhere Macht nicht mit. Vielleicht war sie gerade unachtsam. Ja, ich muss es wahrscheinlich machen. Aber das Orakel hat doch gesagt, dass es diese höhere Macht wirklich gibt. Bitte sag mir, dass das nicht eine Verteidigungsstrategie ist. Halt die Klappe. Achtet auf den Wasserkrug. Okay, dann machen wir es mal. Das war der Wind. Nein, das war die höhere Macht. Wenn es eine höhere Macht gibt, dann soll sie... diese Kokosnuss vom Baum holen. Müssen wir jetzt hier auch arbeiten? Das ist doch unmöglich. In der Tat. Du, dreh dich um. Deine höhere Macht soll dir verraten, wie viele Finger ich in die Luft halte. Was ist es? Drei. Es sind drei Finger. Das ist... Hexerei! Ach, ich muss auch mal... Jemand beobachtet uns. Sie wollen uns kontrollieren. Und sie wollen mich um den Verstand bringen. Aber ihr kriegt mich nicht.
Oh mein Gott. Das war spitze. Wie hast du das angestellt? Ich weiß nicht. Du meinst, es gibt wirklich eine höhere Macht, die hier alles kontrolliert? Das kann nicht sein. Oh, höhere Macht, wenn es dich wirklich gibt, lass ein grünes Einhorn erscheinen. Siehst du, alles nur Einbildung. Also schön, befrei mich. Oh nein, es ist so. Okay, den Schlüssel nehmen wir schon mal. Den brauchen wir ja eh. Und ja, dann können wir die beiden hier... Es ist an der Zeit, dass ich Nate und das Vieh befreie. Ja, das Vieh kommt ja so oder so raus. Okay, benutze Schlüssel mit. Kommt jetzt endlich raus, was genau passiert ist? Komm, Vieh, wir gehen. Wie wäre es mit einem Dankeschön? Ich hab dich nicht darum gebeten. Und wir wären auch herrlich alleine zurechtgekommen, oder, Kumpel? Siehst du? Ich hätte dich einfach an diesem Balken verrotten lassen können. Ach ja? Ich hätte das nicht gekonnt. Aber ich bin es ja auch nicht gewohnt, meine Freunde zu hintergehen. Ich habe niemanden hintergangen. Fee, sag dieser Person, dass der Beweis ihrer Untreue mehr als sichtbar ist. Fee, sag dieser Piratenimitation, dass ich ihm nicht untreu war. Selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte ihm gar nicht untreu sein können. Er hat mich verlassen. Fee, sag ihr, dass ich mir das nicht länger anhören werde. Nate, es geht um den Erzmagier und um Wilbur. Was ist mit denen? Der Erzmagier wurde verflucht und Wilbur wird wegen Mordes gesucht. Das ist doch Blödsinn. Der kleine Kerl tut keiner Fliege was. Wir müssen ihnen helfen. Ich kann nicht. Ich kann dich im Elfenhain absetzen, wenn du willst. Das ist ein Anfang. Der Lebensfunke ist dort bei meinem Vater. Ja, was auch immer. Bist du sicher, dass du den Elfenhain finden wirst? Okay, dann geht's zurück nach Hause zum Elfenhain. Oh, er ist immer noch beleidigt. Also schön. Irgendjemand muss hoch zu meinem Vater und ihn um einen Lebensfunken bitten. Anschließend müssen wir Lorem Ipsum aufspüren. Hallo? Ich werde nicht helfen. Das ist dein Problem. Ich bin auch nicht begeistert davon. Aber das Orakel meinte, ich brauche Freunde, um die vor mir liegenden Aufgaben zu bewältigen. Dann würde ich vorschlagen, du suchst dir welche. Leb wohl. Aber ihr müsst mir helfen. Ich kann Mutter unmöglich so gegenübertreten. Die Götter wissen, was sie mit mir tun würde. Zu Recht. Ach ja? Dann sag ihm doch persönlich, dass du ihn im Stich lässt. Dem Frosch? Das ist der Erzmagier. Hast du mir überhaupt zugehört? Und was ist mit Wilbur? Tut mir leid. Es geht nicht. Ach, Vieh. Komm schon. Schau doch, was sie getan hat. Vieh. Ach komm, Nate. Wir verstehen es ja, aber... Ja. Rutsch, Gutsch, Levo. Vieh! Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lässt. Und das ist auch gut so. Meine Mutter darf mich auf keinen Fall so sehen. Oh, oh. Ich wurde über deine Ankunft informiert, Evo. Ich habe etwas an Bord vergessen. Upsi. Aber ich finde es cool, dass es jetzt in der Location hinten auch das Schiff gibt. Ich habe nur etwas an Bord vergessen. Kleinen Moment. Du gehst nicht zurück an Bord dieses Dings. Und ich spüre, wenn du lügst. Was ist mit dir?
Warum drehst du dich nicht um? Warum drehst du dich nicht als erstes um? Die Gesellschaft dieses Menschen tut dir nicht gut. Deswegen habe ich ihm auch gesagt, dass er sich von dir fernhalten soll. Du hast was? Was hast du? Also, ich kann das erklären. Nicht nötig. Rutsch, gutsch, Levo. Oh, Dornenrankenzauber. Und wir haben einen neuen Erfolg, beleidigte Gefährten bekommen. Ihr helfen. Wie käme ich dazu? Taucht einfach auf und... Und was zum Teufel dauert da so lange? Vieh, komm schon, wir wollen los. Oh, Butterblume. Okay, jetzt müssen wir doch Nate machen hier. Schauen wir uns hier ein bisschen um noch. Als ich das Ding das letzte Mal benutzt habe, habe ich damit eine Kopfgeldjägerin vom Himmel gepustet. Trotzdem gehen Vieh und ich lieber jedem Kampf aus dem Weg und verlassen uns auf unsere Köpfchen und unser gutes Aussehen. Na, das ist wenigstens eines. Der Elfenhain ist einer der schönsten Flecken Erde, den man sich vorstellen kann. Aber auch ein goldenes Gefängnis ist ein Gefängnis. Ivos Hippogreif macht keinen allzu glücklichen Eindruck. Vielleicht vermisst sie ihre Reiterin. Oder sie hat Hunger. Oder alles zusammen. Okay, Holzplanke. Die Mary wurde vor kurzem beschädigt und ich will sie reparieren. Wenn ich vor kurzem sage, meine ich damit etwa 2 Jahre. Aber zu meiner Verteidigung, ich musste zwischendurch die Welt retten. Ja, klar. Sobald ich das Vieh geholt habe, bin ich weg hier. Vielleicht fliegen wir nach... Oder... Egal. Wir sind frei. Wir können hinfliegen, wo immer wir wollen. Okay, sonst noch irgendwas machen oder ich soll direkt von Bord? Ich hätte mit der Reparatur ganz bestimmt morgen angefangen. Ja, klar. Aber was soll man machen, wenn es für das Brett eine bessere Verwendung gibt? So, schauen wir da hinten nochmal. Wir verfeuern das Holz? Nee. Wir schauen uns aber trotzdem. Als die Mary noch dem Roten Piraten gehörte, hat er mit ihr nicht nur Vergnügungsfahrten unternommen. Ab und zu wurde auch gearbeitet, wie dieser Käfig für flüchtende Feinde und unvorsichtige Adlige beweist. Nach unserem Sieg gegen Mortroga wollten einige Gnomen-Ingenieure aus Dankbarkeit die Mary tunen. Aber die Mary mag keine technischen Spielereien und ich bin auch so zufrieden mit ihr. Okay. Hier kann ich nur von Bord gehen, aber da ist hier doch noch ein... Naja, gehen wir von Bord. Vieh! Was hast du denn schon wieder angestellt? Ivo. Ivos Mutter? Oh. Komm, holen wir dich erst einmal da raus. Ja, Mama Lacker. Schon gut. Das ist verfluchte Elfenmagie. Ja, ich werde Hilfe holen. Warte hier. Wir brauchen den, wie hieß er, Ebo, den sitzt ja nicht mehr da drin, der End. Wir haben allerdings hier noch die verliebten Blumen und... Das Vieh hat eines Nachts einen Angriff auf dieses Bienennest gestartet. Es behauptet bis heute, es sei der süßeste Triumph seines Lebens gewesen. Es hat 3 Tage gedauert, bis die Bienenstiche so weit abgeklungen waren, dass es wieder normal in einem Bett liegen konnte. Ah, guck, wir haben keine hier. Spur von Arbor. Arbor, er hat diese genau. Rolle Bindfaden liegen gelassen. Vielleicht wollte er damit Büsche zusammenbinden oder etwas in der Art. Ja, nehmen wir nehmen auf nichts dagegen haben, denke ich. Okay, hier haben wir unsere verliebten Blumen. Ich habe mich nie viel für Pflanzen interessiert, aber in diesem Garten gibt es Dinge, die ich noch nirgendwo anders gesehen habe. Diese 2 Pflanzen da zum Beispiel. Es sieht aus, als würden sie einander würgen. Das ist eine Liebespflanze. Oh mein Gott.
Verfluchte Elfenmagie. Hey, Fee, kannst du da nicht irgendwie rausschlüpfen? Du kannst dich doch sonst überall durchquetschen. Die Stacheln, verstehe. Okay, hier vielleicht noch ein bisschen Schilf mitnehmen. Während meiner ganzen Schulzeit hatte ich eine Lehrerin, die uns mit solchen Schilfrohren auf die Finger gehauen hat, wenn wir Blödsinn gemacht haben. Trotzdem habe ich die vollen 2 Wochen durchgehalten. Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Okay, können wir das hier vielleicht... Nein, das hier auch nicht. Und die schwere Holzplanke. Es wird wahrscheinlich wieder irgendein Katapult oder hier oben irgendwo. Nein. Ach, wir können Schilfrohr trotzdem nehmen. Dann. Eine Angel? Ja, zu offensichtlich. Ja, vorher hat es ja auch geklappt. So. Wir haben Tage darauf gewartet, bis Ivos Mutter endlich den Palast verlassen hat. Dann hieß es Badespaß voraus. Fee und ich haben Arschbomben vom Balkon gemacht. Ivo war die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen Empörung und Lachanfällen. Das ist seltsam. Als ich das letzte Mal hier war, sah der Baum viel glücklicher aus. Okay, hier haben wir keine Möglichkeit. Zum Thronsaal wird man wahrscheinlich noch nicht hoch können. Okay, was gibt's hier? Ich find's cool, dass wir jetzt alles so aus seiner Sicht auch nochmal. Wegen so einer Blüte wurde ich beinahe einmal verhaftet. Ich wusste nicht, warum sie fast überall verboten sind, bis ich zum ersten Mal gehört habe, wie jemand darauf gespielt hat. Können wir auch nochmal eine mitnehmen? Nee. Hier ist ein Zylinder, ein grüner. Seit wann ist denn der da? In diesem Raum bewahren die Königin und der König einige der Geschenke auf, die Delegationen aus weit entfernten Ländern mitgebracht haben. Einiges ist eher bizarr. Yep. Vielleicht ist der Zylinder ein Geschenk einer Kobold-Delegation. Wobei, dafür ist er eigentlich zu groß. Aber wir können ihn auch nicht mitnehmen. Hier, betrachte die Schwerter. Laut Ivo sind das die Schwerter einiger derjenigen, die versucht haben, das Waldlandreich zu erobern. Heutzutage weiß jeder, dass man sich mit den Elfen hier besser nicht anlegt. Können wir hier dieses Mal irgendwas mit dem... Ich finde das immer noch cool. Gut, hier noch die Bücher. Die kennen wir ja eigentlich auch schon. In meiner Zeit hier im Elfenhain habe ich lange Abende hier in der Bibliothek gesessen und ein gutes Buch genossen. Na, nur Spaß. Okay. Das Vieh behauptet, Olli nicht zu kennen. Dabei ist die familiäre Ähnlichkeit nicht zu leugnen. Gut, hier haben wir nichts zu tun. Hier noch Onyxia. Ich hatte bisher nur einmal mit einem Drachen zu tun. Die gute war vielleicht nicht ganz dicht, aber harmlos. So, dann schauen wir noch... Muss vorsichtig sein. Wenn die Königin mich erwischt, darf ich nicht auf Milde hoffen. Ja, deswegen gehe ich ja hier nach oben. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er dir einen Antrag macht. Was wäre das für ein Leben für dich gewesen? Du hättest ihn früh verloren, vielleicht schon 50 Jahre nach eurer Hochzeit. Oder wärst du mit ihm in die Welt da draußen gegangen und wärst gealtert wie er? Das wäre grausam, und das habe ich ihm auch gesagt. Wenn man jemanden wirklich liebt, sei es manchmal besser, ihn gehen zu lassen. Du weißt, dass ich sehr überzeugend sein kann. Der menschliche Geist ist schwach und vielleicht war auch ein wenig Magie im Spiel. Hätte ich doch bloß gewusst, dass es schon zu spät war. Okay, also die Mutter gesteht jetzt, was sie getan hat. Ach, diese verfluchte Hexe. Es klang alles so richtig. Ich war schon über dem Meer, als mir klar wurde, dass ich vielleicht den größten Fehler meines Lebens begangen habe. Und kein Wunder, dass Ivo mich hasst. Ihre Mutter wird ihr nie erzählt haben, was vorgefallen ist. Im Gegenteil. Vermutlich hat sie alles mir in die Schuhe geschoben. Okay, dann schauen wir ganz schnell zum Vater hoch. Vielleicht kriegen wir ja da den Lebensfunken. Ja, oder können wir irgendwas mit dem Vieh machen? Wir haben allerdings nicht irgendwie noch was zurückbekommen.
Deswegen schauen wir ganz schnell zum Vater. Irgendwie läuft er heute komisch, oder sieht es nur so von hier aus? Bob sitzt immer noch da, wo ich ihn vor Monaten das letzte Mal gesehen habe. Er heißt natürlich nicht wirklich Bob, aber sein Elfenname ist zu kompliziert und lang, um ihn sich zu merken. Und ihm gefällt Bob. Hey, Bob. Nate, mein Junge. Was machst du denn hier? Ach, der Vater ist zurück. Deine Frau hat Ivo verhext. Deine Frau hat Ivo verhext und das Vieh gefangen genommen. Ich werde beide befreien und dann werde ich... Ich würde zur Geduld raten, mein ungestümer Freund. Was ist geschehen? Die Königin hat Ivo im Garten entdeckt. Sie ist schwanger, wusstest du das? Ja. Ich hoffe, du sprichst von Ivo und nicht von meiner Frau. Ja, das wusste ich. Sie hat Ivo in einer Art Schlaf fallen lassen. Feora weiß um die Bedeutung von ausreichend Zeit, um weise Entscheidungen treffen zu können. Es ist kein einfacher Schlaf. Es ist eine Art Auszeit. Für Ivo steht die Zeit still, bis ihre Mutter sie wieder zurückholt. Und wann wird das sein? Sobald sie weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Oh nein. Jahre? Sie hat kein Recht dazu. Wir müssen Ivo zurückholen. So wie der Iltis das Brot der Schleiereule aufmuntert. What? Erzmagier Alistair wurde in einen Frosch verwandelt. Von einer Van Buren, irgendeinem Gör, das jetzt durch Seefels läuft und alles verwandelt. Ein kleines Mädchen verwandelt den Erzmagier? Ja, keine Ahnung, wie sie das geschafft hat. Ivo hat irgendwas von Wilburs Zauberstab erzählt. Er ist im Düsterwald und sucht nach einem Buch, in dem steht, wie man ihn zerstören kann. Ivo wollte so lange ein paar Dinge organisieren, die man braucht, um den Erzmagier zurückzuholen. Was für Dinge? Irgendein Buch aus Lorem Ipsum. Das Buch der Toten? Jo, das war's. Dann braucht man einen Kompass, den der rote Pirat auf Tugator hat. Und etwas, das sich Lebensfunken nennt. Deswegen ist sie hierher zurückgekommen. Ich glaube, es ist wichtig, Alistair schnell zurückzuholen. Er könnte Antworten auf einige wichtige Fragen haben. Okay, Wie können wir Ivo aufwecken? Ohne die Hilfe ihrer Mutter? Gar nicht. Also müssen wir sie zwingen. Sie darf Ivo nicht gegen ihren Willen gefangen halten. Mit Zwang, Gewalt oder Tricks wirst du keinen Erfolg haben. Feora will das Beste für Ivo. Auch jetzt. Und sie wird ihre Tochter verteidigen. Würde sie erkennen, dass sie nicht in Ivos Interesse handelt, würde sie Ivo gehen lassen. Da bin ich mir sicher. Ich soll mit ihr reden? No. Um Himmels Willen. Du wärst tot, bevor du deinen ersten Satz gestammelt hättest. Hey. Ich habe die Königin belauscht. Sie hat Ivo nie erzählt, was geschehen ist, nicht wahr? Was ist geschehen? Du bist eines Nachts einfach verschwunden. Es war alles die Schuld deiner Frau. Sie hat mich verhext. Ich wollte Ivo einen Heiratsantrag machen. Sie hat mich abgefangen und mir Dinge eingeflüstert. Ihre Worte wären an dir abgeperlt, wenn sie nicht etwas gefunden hätten, an dem sie sich festhalten konnten. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich Ivo einen Antrag machen soll. Ich liebte sie, aber ich liebte auch meine Freiheit. Götter und Gelehrte nennen das kalte Füße kriegen. Yep. Wegen meiner Füße konnte sie mich also manipulieren. Sie hat deine Zweifel verstärkt und dich aus den Augen verlieren lassen, was wirklich wichtig war. Deine Liebe zu Ivo. Oh, ich finde den toll, den Charakter. Ich wollte nicht, dass sie mir beim Sterben zusehen muss. Und ich wollte erst recht nicht, dass sie mit mir in die Welt dort draußen geht und selber alt wird und stirbt. Wäre es nicht die Entscheidung meiner Tochter gewesen, welche Opfer sie für dich bringen will? Immerhin ist sie die klügere von euch beiden. Um...
Nachdem ich den Elfenhain verlassen hatte, sagte mir mein Kopf noch immer, ich hätte richtig gehandelt. Ich dürfe Ivo nicht zu einem Leben mit mir verurteilen und ein Abschied wäre für uns beide zu schmerzhaft gewesen. Aber dein Herz sagte dir, du seist ein ziemlicher Narr. Später glaubte ich, eine Lösung gefunden zu haben. Ich würde einen Weg finden, ewig zu leben. Dann könnte ich Ivo heiraten und wir würden niemals getrennt werden. Dein Herz hatte recht. Du bist ein Narr. Du meintest, Alistair hätte vielleicht Antworten. Worauf? Etwas rührt sich. Ein großes Übel. Ich kann es seit einigen Tagen spüren. Die Kleine mit dem Zauberstab? Nein. Etwas Älteres. Größeres. Es bedroht uns alle. Auch dich. Und Ivo. Oh, Schrott. Hm, gar nicht gut. Aber ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Ivo hat mir nicht viel erzählt. Oder vielleicht habe ich auch nicht zugehört. Den Lebensfunken habe ich hier. Ich gebe ihn meiner Tochter, sobald sie erwacht ist. Beim Kompass kann ich dir nicht behilflich sein. Aber Lorem Ipsum, die verlorene Stadt, habe ich vor Jahren mit eigenen Augen gesehen. Oh, klasse. Ja, und wo ist sie? Mal angenommen, ich würde Lorem Ipsum suchen wollen. Wo befinden sich die Ruinen der Stadt? Unter dem Sand der Umzu-Wüste. Ach, geht es etwas präziser? Die Wüste ist groß. Ich kann mich an den genauen Ort nicht erinnern. Ich bin in der Oase Bremen losgegangen, hinein in die Wüste, immer der Nase nach. Nach ein paar Tagen sah ich die goldenen Dächer der Stadt in der Sonne funkeln, die gerade hinter ihnen unterging. Hm, also befindet sich Lorem Ipsum westlich von Bremen. Aber wie weit in der Wüste? Wie viele Tage bist du gelaufen und wie schnell? Es ist 3.500 Jahre her, dass ich dort war. Was hast du letzten Donnerstag gemacht? Hm. Westlich von Bremen also. Das ist ein Anfang. Okay, damit können wir es fangen. Finden, nicht fangen. Ivo scheint es gut verkraftet zu haben, dass ich sie verlassen habe. Scheint es eilig gehabt zu haben, sich einen Elfenprinzen zu suchen. Nein, sie hat es nicht gut verkraftet. Sie war gekränkt und enttäuscht. Und nein, sie hat sich keinem Elfenprinzen an den Hals geworfen. Sie hat... Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ich habe sie immer geliebt, aber das scheint ziemlich einseitig gewesen zu sein. Ach komm, jetzt sei doch nicht so. Deine Frau hat das Vieh im Garten festgesetzt. Irgendwelche Dornranken sind aus dem Boden gewachsen und halten es fest. Oh, ein alter Trick der Priester überall auf der Welt. Damit sich die Leute nicht frühzeitig aus den Gottesdiensten verziehen können. Hm? Die Ranken sind sehr kitzlig, vor allem unter den Armen. Sie... Oh. Also gut. Dann müssen wir... Mach's gut, Bob. Ich werde mal schauen, wie ich Ivo und Alistair helfen kann. Oder ob. Ich sehe einen Mann mit einer großen Aufgabe, die er gerne erfüllen wird. Gerne? All die Arbeit, all die Gefahren, der Stress... Du denkst doch genauso über Stress wie ich. Ich durchschaue dich, Nate. Du hast deine Entscheidung längst getroffen. Es hat dir gefehlt. Etwas Gutes zu tun. Teil von etwas Großem zu sein. Anderen zu helfen. Wir brauchen Aufgaben im Leben. Und einige von uns sind umso zufriedener, je größer die Aufgaben, in die sie ihre Zähne versenken können. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, alter Mann. Also, dann haben wir die Lösung. Wir müssen das Vieh freikitzeln. Aber das werden wir natürlich dann morgen in einer neuen Folge machen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen. Und ich bin gespannt, wie wir Ivo jetzt dann wieder wach bekommen können, beziehungsweise wie wir die Mutter überzeugen können. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich das Vieh übernehmen. Okay, ich danke dir vielmals und bis morgen. Ciao, ciao.